Hallo zusammen, hier geht's weiter mit dem nächsten Star. Das ist er, leicht mit einem verdrehten Kopf, also nicht komplett frontal, auch nicht Halbprofil, sondern minimal leicht gedrehten Kopf, sagen wir mal so. Ja, wir beginnen wie immer mit einem lockeren, schnellen Bleistiftstrich. Wir versuchen uns mal so ein bisschen die Proportionen anzudeuten, also wo ist dann die entscheidenden Marker sozusagen zu setzen, und dann können wir auch sofort mit dem Kugelschreiber beginnen. Natürlich gibt es bestimmte wiederkehrende Regeln, also wie die Augenabstände sind, vor allem jetzt, wenn der Kopf vielleicht dreht sich, dass das Auge jeweils, also von uns aus gesehen auf der rechten Seite, immer weniger zu sehen ist. Und das baut sich dann so aufeinander auf. Wichtig ist es natürlich dabei, dass die einzelnen Bereiche richtig behandelt werden. Sprich, die richtige Schraffur für Schatten, für dunkle, sag ich mal, Falten oder auch ganz einfach, wenn es darum geht, Haare anzudeuten. Das habt ihr bestimmt jetzt schon mitbekommen, die Schraffur, natürlich die zwei unterschiedlichen Varianten, die 45-Grad-Schraffur, das ist einfach so die einfachste Variante, um Schatten darzustellen, und die andere Variante ist die, um das Haar anzudeuten, das heißt leicht gekräuselt, ein bisschen unregelmäßig bewegt den Stift. So, und da geht es auch schon sofort zu dem Bereich unter der Nase, da wird es natürlich auch einschraffiert. Das Licht sieht man jetzt, das kommt so schräg leicht von oben, sodass die Nase natürlich nach unten Schatten wirft. Die Kontur des Gesichtes auf der uns aus gesehen rechten Seite auch durchaus ein bisschen kräftiger sein darf. Das ist an der Stelle auch bei den Lippen auch ruhig ein bisschen kräftig ist, weil da, wo die Lippen aufeinandertreffen, auch der Punkt ist, wo es deutlich kräftiger ist. Und natürlich Schatten am Kinn. Das Grübchen bleibt natürlich hell, weil das Licht aufprallt, auf der Unterlippe ebenfalls, und ihr seht einfach, die Nase ist auch hell gehalten. Also komplett hell ist schwierig, das wird man immer auf dem einen Bereich ein bisschen mehr oder weniger ansetzen, also praktisch, wenn es die Schattierung ist, aber achtet ganz, ganz wichtig darauf natürlich, wie verhält sich das Licht. Wenn das Licht von unten käme, dann wäre natürlich der ganze Bereich der Nase von unten hell und wahrscheinlich der Nasenrücken dann im Schattenbereich gelegen. Hier der Hals, auch nochmal ganz wichtig, der beginnt eigentlich immer so an den Ohren entlang. Stellt euch selbst vom Spiegel, schaut zu, wie verhält sich der Hals, wo beginnt er eigentlich. Oft wird sowas immer falsch dargestellt, dass er zu dünn oder ganz zu breit dargestellt wird, meistens eher zu dünn. Der Hals ist meistens dann, könnte man sagen, so in etwa zwei Drittel der Kopfbreite. In etwa. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, wie bei den Ohren. Hier ist die Positionierung natürlich auch wichtig, dass sie nicht zu weit oben, zu weit unten angesiedelt sind, aber auch natürlich auch das Ohr auch genau getroffen wird, weil es gibt immer auf jede Person ein bestimmtes Ohr, sozusagen. Ja, das ist ganz schnell gescribbelt, das sieht aus, so sieht es aus, wenn es fertig ist. Mehr davon und wie sowas funktioniert, schaut unter onlinekurse.akademiehoch.de. Ansonsten ruft uns an, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt oder uns anruft, und gerne beraten wir euch zu unseren Kursen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Akademie Hohe Team.